Hallo, meine Lieben. Ja, zu meinem vierten Teil der Bücherregalreihe. Ich bin jetzt gerade todesmutig auf einen Stuhl gestiegen, damit ich euch das vierte Bücherregal zeigen kann, weil das auch wieder, wie ihr sehen könnt, bis unter die Decke geht und ich von ganz unten nicht bis nach ganz hoch filmen kann. Ja, wir fangen einfach mal an. Hier oben sind die Interpretationen deutscher Geschichten, Romane, Lyriken, Dramen. Ja, also lauter interessante Sachen. Daneben ist Agatha Christie und Enid Blyton. Dann haben wir noch ein paar TKKG, die drei Fragezeichen und Rätsel um Bücher. Sind alles so und die drei Fragezeichen. Ach ja, habe ich schon gesagt. Ja, die Reihe darunter wird dann etwas interessanter. Also wenn ihr dann was schreien hört, bin ich gerade vom Stuhl gefallen. Wir haben hier Anne Frank, das Tagebuch, der Vogelmann, Karen's Lord, Quatsch, Katie Rice, Totgeglaubte Leben länger, Schattenblume von Karen Slaughter, Jodi Picoult, die Hexenjagd von Salem Falls, auch ein sehr gutes Buch, von Inge Friesemann, Gute Nacht, mein Geliebter, das habe ich schon vor ganz langer Zeit gelesen und werde es definitiv irgendwann nochmal machen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich damals das Buch auch wirklich verstanden habe. Dann haben wir hier Peter James, Ein guter Sohn, dann hier zwei Thriller, und zwar Scherenschnitt und Der Duft des Todes, sehr brutale Thriller, haben mir sehr gut gefallen. Ich hatte da auch mal mehr, ich weiß leider nicht, wo sie alle hingekommen sind. Ja, dann haben wir hier oben das Ritual. Hier sind meine zwei Cody McFadden Bücher, Der Todeskünstler und das Böse in uns. Dann haben wir hier, hier, hier und hier und hier und hier und hier. Mary Higgins Clark ist ja so meine kleine Liebe bei Thrillern. Vergöttere ich Mary Higgins Clark. Dann haben wir hier auch noch ein Buch, keine Ahnung, was das sind. Die sind dann jetzt von meinem Freund wieder. Der Altmann Code, das. Oh, bei uns schneit's. Das Ultimatum und was ist das hier noch? Andreas Eschebach, der Nobelpreis, Newton Schatten und Ken Follett auf Eisfieber. Dann haben wir hier von Gilles Blunt zwei Bücher, Blutiges Eis und Gefrorene Seelen. Da hatte ich auch nochmal die anderen zwei Teile, die dazu gehören. Die habe ich allerdings verkauft, weil ich irgendwie nicht mehr reingekommen bin und dann irgendwie auch nicht mehr Lust hatte, sie zu lesen. Der siebte Tod, das Parfüm natürlich, klar, habe ich gelesen, fand es auch sehr gut. Das siebte Kreuz, Philipp Vandenberg, das vergessene Pergament, das letzte Grab, das Judasgift, das Jesusfragment und Skriptum. Dan Brown ist hier natürlich Illuminati. Entschuldigung. Das sind auch dann noch so Hüter des Heiligen Grals, die Prophezeiung 13, das sind diese ganzen Wolfgang Holbein-Bücher, hier auch noch Würm. Das habe ich damals im Urlaub gelesen, fand es sehr lustig irgendwie, also weiß auch nicht. Dann haben wir hier noch von Wolfgang Holbein Horus, Edgar Wallace, James Bond. Dann haben wir hier ein kleines Büchlein Tannöd, ganz ein super Buch, würde ich euch sehr empfehlen. Last Lecture, die Lehren meines Lebens, habe ich ja auch ganz toll gefunden. Mein Katzenleben, dann haben wir hier noch den Vorleser, den könnte ich eigentlich mal zum Parfüm dazustellen. Und der Knochenpoet. Ja, das wäre jetzt die Reihe. Dann, jetzt falle ich gleich runter. Gut, einmal runtergestiegen. So, dann haben wir hier Rungholds Ehre, Knochenwald, Rungholds Sünde. Das ist eine Reihe, die gehört zusammen. Die hat mein Freund gelesen, was Mittelalterliches so. Der Marlowe Code, Engel und Joe. Dann kommen wir jetzt hier zur Mädchenfraktion. Park Avenue Prinzessinnen, Der Teufel trägt Prada. Habt ihr da eigentlich das neue Buch von Lauren Weisenberger gelesen? Ich weiß gar nicht, wie hieß denn das? Das soll ja eigentlich auch ganz gut sein. Wenn das jemand gelesen hat und sagt, es ist so ähnlich wie Der Teufel trägt Prada, also auch relativ gut, dann lasst mich das doch wissen. Was haben wir denn hier? Oh, was man da alles findet. PS, ich liebe dich. Übrigens mein einziges Buch von Cecilia Ahern. Die drei Bücher von Sibylle Weichenberg, die mag ich ja ganz gern, die drei Bücher habe ich ja verschlungen. Dann haben wir Tommy Jaud, Vollidiot und Hummeldumm. Und auf meinem Sub ist noch Millionär, dann Homer und ich von Sophie Kinsella, Sag's nicht weiter, Liebling. Und die Tagebücher einer Nanny sind auch sehr, sehr gut. Hier ist übrigens noch die Todesfracht, die gehört hier noch zu dieser Mittelalterreihe von meinem Freund. Ja, dann haben wir hier Katie Rice, Knochenlese.
und Angriff auf die Freiheit, das Luzifer-Evangelium, Adam und Eva im Paradies, das ist auch so ein ganz kleines, süßes Büchlein. Dann haben meine drei David-Saphir-Bücher, Mises Karma, Jesus liebt mich und plötzlich Shakespeare. Dann haben wir hier der Tiger, Quarantäne, der Federmann und die Flammende. Ja, und jetzt kommen wir hier in die Reihe, die Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, aber irgendwann sicher bald mal tun werde vielleicht. Und zwar ist es hier Weißer Oleander, Die Beschenkte, ein ganz altes Mary Higgins Clark Buch, Schlaf wohl, mein süßes Kind. Dann 1, 2, 3, 4, 5 Bände von Mary Jane Davidson, diese Vampir-Reihe, da habe ich ja immer mal wieder ein Buch dazwischen gelesen, ich finde es ja auch unheimlich lustig. Dann die zwei Gillian Hoffman Bücher, Morpheus on Cubido, habe ich immer noch nicht gelesen, finde es schade. Naja. Dann haben wir hier Traumfänger, eine Biografie über eine Frau, die bei den Aborigines gelebt hat, auch sehr gut. Dann Sabine Tiesler, der Kindersammler. Ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Ich habe es im August gelesen, habe es abgebrochen, weil ich es so doof fand. Aber irgendwann lese ich es sicher noch. Dann haben wir hier noch von Sophie Kinsella, Prada, Pumps und Babypuder. Das ist aber eine Reihe. Das wusste ich aber nicht. Deswegen brauche ich da erst die anderen Teile, damit ich das hier irgendwann mal lesen kann. Und das große Glück kommt nie alleine. Dann haben wir hier ein Erfahrungsbuch, Der Schleier der Angst. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, dass ich es irgendwann jetzt mal lesen kann. Würde ich mich echt wahnsinnig drüber freuen. Nele Neuhaus, Mordsfreunde. Dann haben wir hier Todeshauch, ein Island-Krimi war das. Der Schatten des Windes, er suppt immer noch bei mir. Ist ganz schlimm, ne? Ich sollte mich wirklich schämen. Dann haben wir hier noch Frank Schätzings Lautlos, Im Zwielicht, Tagebuch eines Vampires, sind ja die Bücher zu Vampire Diaries. Mängelexemplar von Sarah Kuttner und Hector und die Geheimnisse der Liebe und Hectors Reise. Und hier außen sind noch die süßen Blubberbläschen, die ich von der lieben Gwen bekommen habe zum Nikolaus, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und das Regalbrett ist noch leer. Da kommen jetzt dann noch ein paar Bücher rein. So, jetzt versuche ich euch das mal nochmal im Ganzen zu zeigen. Einmal oben und so weiter und so fort. Zack, so. War jetzt das vierte Video. Ein fünftes, wie gesagt, folgt noch. Das kommt jetzt dann auch noch die nächsten Tage und ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und tschüss.